was hast du vor? Bin bereit fürs Powerlifting. Wir wärmen uns erstmal auf. Hi ihr Lieben, im letzten Video hat sich ja die Lydia bei ihrem CrossFit-Training zerstört. Ich habe tatsächlich immer noch Muskelkater. Heute zeige ich ihr mal, wie ich so trainiere. Wir sind heute im CrossFit Fitness am Rhein in Düsseldorf und wir fangen gleich erstmal mit dem Bankdrücken an. Das ist im Kraft-Dreikampf, im Wettkampf die zweite Disziplin. Wir haben beim Bankdrücken ganz wichtig zwei Rändelungen. Die müssen, wenn man außen greift, entweder bedeckt sein oder man greift innerhalb der Ringe. Wenn man außerhalb greift, ist es nicht gültig. Das heißt, man kriegt auch kein Startsignal. Also immer schauen, dass der Ring bedeckt ist oder man innerhalb des Rings greift. Ich greife selber maximal breit, das heißt, ich lege wirklich meinen Daumen und Zeigefinger um den Ring, denn so habe ich noch mal weniger Weg und kann mehr Last bewegen. Denn im Wettkampf ist der Gewinner, der am meisten Gewicht bewegt. Und wenn man ein bisschen mehr Brücke hat, ein bisschen weniger Weg, schafft man in der Regel mehr. Dann leg dich erstmal hin. Greif einmal an die Hantel, sodass du die Ringe bedeckst. Genau, richtig fest umgreifen. Dann versuchst du dich hier schön einzuspannen, den Latt anzuspannen, Brust raus, genau, Arsch ist auf der Bank. Und dann nimmst du einmal die Hantel aus der Haltung, genau, sodass die Hantel über deiner Schulter ist. Perfekt. Dann legst du einmal ab auf den Brustkorb und drückst nach oben. Perfekt, sehr gut. Gut. Besonders wichtig ist das Setup. Je dramatischer das Setup ist, desto krasser wird die Bank. Gut. Und wie fühlt es sich an? Also, ist einfach von der Griffbreite ist das was anderes vom Körpergefühl her. Mhm. Muss ich mich dran gewöhnen. Ja, wenn man den Griff ändert, sollte man das auch langsam angehen. Also wenn man immer enge Griffe hat, lieber langsam breiter greifen, so knapp einen Zentimeter pro Monat, damit man sich langsam an den breiten Griff gewöhnt. Da jetzt wahrscheinlich erstmal keine Wettkämpfe mehr sein werden dieses Jahr, mache ich nicht ganz so schwer. Mal 70 Kilo, 6er Wiederholung. Aber wichtig ist erstmal ein Snack, dass ich es auch überhaupt zum ersten Satz schaffe. Okay, ich bin dran. Brauchen wir noch 5er. Und nach dem Scheibenholen müssen wir auch wieder Pause machen, damit wir erholt sind für den Satz. Magst du mir gleich rausheben? Ja. Ich finde krass, wie die Brücke mir den Bauch zerreißt. Ich mag das. Und zu mir. Sehr leicht. Ein noch, komm. Und Druck. Sehr schön. Gut. Mega easy. Sehr einen neuen Powerlifter. Ein bisschen traurig gerade. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, ich wiege glaube ich so 20 Kilo mehr und drücke gerade 10 Kilo mehr. Aber egal, wir haben ja gerade keinen Wettkampf. Man muss nicht immer schwer und falsch trainieren. Also eigentlich schon.
Oh Mann, ey! Was soll das? Ich hab mich zu Tode erschrocken. Was soll ich tun? Sorry. Ich fang langsam an, ein bisschen zu schwitzen. Das heißt, wir müssen die Pausenzeit ein bisschen erhöhen. Noch mehr Pause? Und schnell. Ja. Und hopp. Also sie wiegt ungefähr 68 Kilo. Das heißt, sie ist perfekt für die 69er. Wir können ein bisschen Mathephase machen. Und dann Startplan für den ersten Kampf. Mathephase! Sehr schön. Also jeder, der mich gut kennt, weiß, ich liebe Bankdrücken. Aber Bankdrücken im CrossFit und Bankdrücken beim Powerlifting sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Beides ist cool, aber die Technik vom Powerliften würde ich nie ins CrossFit mit reinnehmen. Dafür habe ich gar nicht die Zeit. Aber cool. So, Bankdrücken haben wir jetzt fertig. Wir haben fertig. Lydia hat sich echt gut geschlagen und super schön gedrückt und auch super stark. Warum sie den Klemmgriff gemacht hat, habe ich noch nicht ganz verstanden, aber sie hat da bestimmt ihre Gründe für. Und jetzt gehen wir rüber zum Kreuzheben. Hier haben wir das Werkzeug, was wir jetzt brauchen fürs Kreuzheben. Und jetzt werde ich die Lydia erstmal fragen, das Wichtigste, ob sie Sumo oder Conventional zieht. Konventionell. Aber wir haben auch Sumo Deadlift High Pulls im CrossFit, aber das ist nicht zu vergleichen. Also von der Last her. Nein, nein. Also ich stehe normal. Normal. Aber heute stehe ich im Sumo, weil die Lea bringt mir heute Sumo bei. Heute zeige ich Lydia die Dark Side of Powerlifting, und zwar Sumo-Kreuzheben. Auch hier ist wieder wichtig, je abgefahrener das Setup, desto krasser der Lift. Ich finde, das sah schon richtig gut aus, aber man hat wieder erkannt, Lydia ist eigentlich eine Crossfitterin. Und zwar hat man das am Touch and Go erkannt, finde ich. Lydia, wir versuchen im Powerlifting immer, einen Deadlift aus dem toten Punkt zu machen. Deshalb heißt er Deadlift. Also wir versuchen nach jeder Wiederholung nochmal die Hantel abzusetzen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr wie der General geklungen. Kriege ich hin. Much, much, much later. Ich mache jetzt 160 Kilo als Warm-up oder Arbeitssatz. Auf geht's. Schön einspannen, denk gleich Knie raus. Richtig schön fest. Und zieh. Sehr gut. Tief Luft. Und zieh nah am Körper.
Gut. Und bleib nah, komm. Und zieh. Hoch damit. Ja. Hüfte. Schön durchatmen. Nimm die Zeit. Komm. Und zieh. Nah. Sehr stark. Ja. Sehr gut. Voll stolz auf dich. Schöne. Und immer der Vierte. Der Vierte ist... Aber die kamen alle gut. Man sieht halt, glaube ich, dass du es nicht gewöhnt bist, vom Boden immer zu ziehen. Weil das immer so der schwerste Punkt ist. Sobald du den überwunden hast, ist ja easy shit. Also wenn ich mache ja eher High Repetition mit moderatem Gewicht und keine Ahnung, ich hatte jetzt einen Workout, da sollte ich 21 mal 90 Kilo heben. Und da weiß ich, ich mache lieber die Pause hier oben, weil der erste fällt mir schwer. Und alle danach sind simpel. Das heißt, wenn ich viele Sets mache und viele Erste habe, fällt es mir umso schwerer. Aber das ist ja eigentlich genau das, was du üben kannst, dass du noch besser wirst. Korrekt. Yeah. Damit der erste Wettkampf bald stattfinden kann. Ich mache jetzt meinen letzten Satz. Ist nicht super schwer, aber im letzten Video habe ich schon schwer genug gemacht. Machst du mich gerade lang? Nein, ich fahre das nicht aus bei dir. Okay, wir haben jetzt die zwei Hauptübungen geschafft. Mein Pony ist immer am Start. Und ich bin sehr stolz auf Lydia, sie hat das schon mal sehr gut gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Assistenzübungen. Für das Sumo-Kreuzheben habe ich die bulgarische Einbeinbeuge, aka Bulgarian Split Squat. Und für Bankdrücken als Assistenz haben wir klassisches Trapezdrücken oder Trizeps am Kabelzug. Okay, wir haben jetzt eine unilaterale Übung, also eine einbeinige Übung als Assistenzübung. Und dann nehmen wir ein Bein nach vorne, das andere Bein setzen wir hinten auf. Wir machen 6 Wiederholungen pro Seite, direkt im Wechsel. Und wenn wir das linke Bein, das rechte Bein haben, machen wir eine kurze Pause. Also ungefähr 5 Minuten. It's you versus you. Jetzt ein kleines Päuschen und noch ein kleiner. Und dann geht's weiter. Wir machen gerade, bei uns heißt das Accessory Work, also Assistenzübungen bei euch. Hast du das in jeder Trainingseinheit? Wie oft hast du Trainingseinheiten generell? Wie kann ich mir das beim Powerlifter vorstellen? Generell im Powerlifting mache ich 4 bis 5 Trainingseinheiten die Woche. Ich habe früher auch 6 gemacht, da habe ich aber schnell gemerkt, das ist zu viel, gerade wenn man auch mal was schwerer trainiert. Und mittlerweile fahre ich ganz gut, dass ich nur noch 4 Einheiten die Woche mache. Davon ist 2x Kniebeuge, 2x Kreuzheben und 3 bis 4 Bankdrücken. Also davon sind auch ein paar Variationen, wie Oberkopfdrücken, Schrägbankdrücken. Und damit fahre ich ganz gut. Und ich habe einmal meist den Competition Lift, also Wettkampfbankdrücken, wie wir es heute gemacht haben. Und einmal eine Variation, zum Beispiel Engbankdrücken oder so. Das gleiche beim Kreuzheben, da mache ich zum Beispiel einmal Ziehen von den Blöcken, das heißt Sumo erhöht. Und einmal normales Kreuzheben. Und sind die Accessories jedes Mal dabei? Hast du die immer nach dem Training? Gibt es auch Tage, wo du nur Accessory machst? Manchmal skippe ich die Accessories. Hat sie nicht gesagt. Aber ich hole sie immer nach. Dann mache ich manchmal tatsächlich so einen Accessory-Tag. Also wenn ich wenig Zeit habe unter der Woche, versuche ich meine Main Lifts, also die Grundübungen reinzubringen. Und dann am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe, dann mache ich auch Accessories. Was zum Beispiel immer ein Spitzerchen bei mir ist, sind 100 Klimmzüge. Die mache ich ganz gern, wenn ich Zeit habe. Am Stück. Accessory fürs Bankdrücken machen wir heute klassisch Trapezdrücken, also Trizeps am Kabelzug.
wichtig ist auch beim Armtraining, dass man die Arme erkennen kann. Also ich empfehle, das T-Shirt dann hochzukrempeln, damit ihr auch seht, ob das Training was bringt. Also ich mache meistens so, das war jetzt fast all out, aber dann so zwischen 10 und 15 Wiederholungen, wenn das Gewicht sich immer noch gut anfühlt, mache ich 20 Wiederholungen. Mhm. Aber dass du einen guten Pump hast und dich gut fühlst, dann wissen alle, was das beste Gefühl ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das letzte Mal, dass ich an Geräten trainiert habe, keine Ahnung, Ewigkeiten her. Du bist der Gerät. Warst du im Ausfallschritt? Du kannst im Ausfallschritt, kannst du entstehen, wie du magst. Das ist voll langweilig, ey. Und mehr Gewicht. Mehr Gewicht, mehr Wiederholung. Mach einen Drop-Set. Normale Menschen machen Drop-Set, das heißt, sie gehen all out und reduzieren das Gewicht. Lydia geht all out und erhöht das Gewicht. Danke, Lea, fürs Mitnehmen. Powerlifting, super cool. Wir machen beide Kraftsport. Wir sind zwei sehr starke Frauen und trotzdem ist es von Grund aus unterschiedlich. Techniken, Fokus, Philosophie. Danke, dass ich schnuppern durfte, dass du mir Tipps und Tricks gezeigt hast. Und ich würde mich freuen, wenn ich das regelmäßiger mit dir machen dürfte. Sehr cool. Ich würde mich auch auf jeden Fall freuen. Dann werde ich auch endlich mal ein bisschen fitter und bin ich immer außer Puste, wenn ich mal Treppen gehe. Hoffentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich verwurzel einen Satz rein. Soll ich ernst machen? Erstmal das Tim.